Sie sind hier, 19. Februar 2019, 20.20 Uhr in der Volleyball-Bundesliga der Herren schlägt der VfB Friedrichshafen die United Volleys Frankfurt und schließt im Titelrennen auf Tabellenführer Haching auf. Erfolgreicher Abend für den VfB Friedrichshafen. In der Volleyball-Bundesliga der Herren durfte sich die Truppe rund um David Sossenheimer über einen glatten 3:0-Sieg, 25:21, 25:20, 25:23 gegen die United Volleys Frankfurt freuen. Wirklich spannend wurde es dabei nur im allerletzten Satz. Service-Ergebnisse der Volleyball-Bundesliga. In den Durchgängen 1 und 2 zeigten die Gäste aus Friedrichshafen jeweils eine souveräne Vorstellung und ließen keinen Zweifel an ihrem Sieg aufkommen. Im dritten Satz wurde es dann noch einmal knapp. Zunächst sah alles nach einem Durchmarsch aus, dann wackelte Friedrichshafen aber noch einmal kurz und Frankfurt kam bis auf 23.24 Uhr heran. Nach einem Aufschlagfehler war das Spiel dann aber zugunsten des VfB entschieden. Service, die Tabelle der Bundesliga, mit dem Sport 1 Messenger keine News mehr verpassen, hier anmelden, Anzeige in der Tabelle ist Friedrichshafen von der Anzahl der Punkte her mit Tabellenführer Haching gleichgezogen. Die Frankfurter bleiben weiterhin auf Rang 6. Der 18. Spieltag im Überblick. Samstag, 16. Februar SVG Lüneburg, TV Bühl 3:1, 25:22, 26:28, 25:21, 25:16, Netzhoppers KW Bestensee, TSV Gießen Grizzlies 3:2, 30:28, 18.25, 32:30, 23:25, 30:28, TV Rottenburg, SWD Powerful East Düren 0:3, 15:25, 17:25, 24:26, Sonntag, 17. Februar Berlin Recycling Volleys, VCO Berlin 3:0, 25:14, 25:18, 25:15, Hypo Tirol Alpen Volleys Haching, WWK Volleys Hersching 3:0, 25:21, 25:21, 25:21, Dienstag, 19. Februar United Volleys Frankfurt, VfB Friedrichshafen 0:3, 21:25, 20:25, 23:25.